herzlich willkommen zu Sendung 10 von Digital Upgrade. Ich bin der Tino. Ich bin der Basti. Und wie ihr sehen könnt, sind wir heute nicht in unserem Digital Upgrade Studio, sondern wir haben die Derolstraße in München verlegt zur Mac Solution Bar. Ihr könnt da oben schon das Logo sehen und wie der Solution Bar, da bekommt man tolle Lösungen für den Mac. Richtig. Und es hat einen Grund, dass wir hier sind. Und zwar haben wir heute ein Special Package vorbereitet. Und zwar geht es heute nur um den Mac. Natürlich haben wir auch den Inhaber der Mac Solution Bar für die Show gewinnen können und der steht uns mit einem exklusiven Interview zur Verfügung. Wir fangen damit erstmal an, mal wieder mit ein bisschen Software. Und zwar, jeder will natürlich auch ganz toll Sachen schreiben können. Und es gibt zwar OpenOffice, auch für macOS, aber dafür benötigt man X11. Und der X11 sieht so ein bisschen geekisch, Unix-mäßig aus und hat halt die schöne Aqua-Oberfläche nicht, die macOS uns bietet. Aber da haben sich ein paar Leute gedacht, hey, das können wir besser machen. Eben, und deswegen zeigen wir euch NeoOffice. Genau. Das ist von der Oberfläche her in das neue macOS eingebettet und ihr müsst euch nicht umgewöhnen, seid die schönen Bubbles gewöhnt. Genau, ihr werdet es gleich sehen. Heute zeige ich euch NeoOffice. Das ist auch eine Office-Suite, ähnlich wie OpenOffice. Daher wird es heute recht schnell gehen. Für NeoOffice gibt's auch schon eine Intel-Version, die erhaltet ihr unter Downloads. Ist eine Alpha-Version, seht ihr auch hier schon. Und die könnt ihr einfach downloaden, herunterladen und zack, fertig runtergeladen. Ich habe es natürlich schon mal runtergeladen und startet das DMG-File. Wunderbar, ist auch ein Installer dabei, den drücke ich doppelt. Fortfahren. Das ist so schön am Mac. Fortfahren. Ich akzeptiere natürlich die Lizenzbedingungen, lese sie nochmal durch. Und akzeptiere. Festplatte ist ausgewählt. Und los geht's. Ich gebe meinen Benutzernamen ein. Sicher ist sicher und los geht's. So, nachdem die Installation fertig ist, öffnet er automatisch nochmal die NeoOffice-Seite. Das interessiert uns jetzt aber nicht. Natürlich finden wir NeoOffice unter Programme. Als Installation NeoOffice. Das starte ich jetzt mal. Und wie wir hier schon an dem Titel erkennen kann, basiert es auf OpenOffice, was natürlich auch eine öffentliche Version von Office Code ist. So, ich befinde mich im Welcome-Fenster, drücke auf Next, muss nochmal den Lizenz-Agreement anschauen, das geht recht schnell, muss ein Username eingeben und das war's schon. So, ich möchte mich jetzt registrieren, ist aber auch völlig egal, wir haben uns schon registriert und los geht's. So, und überraschend, sieht genau aus wie OpenOffice. Also hier kann ich wieder schreiben, ich kann natürlich auch andere Dokumente öffnen, wie zum Beispiel Formular, worin ich hier eben mathematische Gleichungen eingeben kann. Des Weiteren befindet sich auch Drawing, ein Zeichenprogramm und alles, was ihr in der OpenOffice-Dokumentation nachlesen könnt, befindet sich auch in NeoOffice. Das war's von NeoOffice. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und weiter geht's mit der Show. So viel zu NeoOffice, einer ganz normalen Office-Suite nur für den Mac. Vergleichbar auch OpenOffice, nur NeoOffice sieht einfach cooler aus. Das stimmt wohl. Und nachdem wir hier ein Mac-Special drehen in der Solution Bar, haben wir uns hier zu den Arbeitsplätzen zurückgezogen und möchten doch einfach mal unsere zwei Babys vergleichen. Ich sitze hier vor einem Intel Mac mit 2,16 GHz Duo-Core und 2 GB RAM. Genau, und ich habe hier mein altes PowerBook G4 mit 1,5 GHz und 1,5 GB RAM. Ja, und der Grund, warum ich mir einen Intel Mac gekauft habe, war
Im Endeffekt, weil er sehr viel schneller beim Videokodieren ist, und da haben wir uns gedacht, genau diesen Test machen wir jetzt. Wir lassen jetzt die beiden Herren gegeneinander antreten. Und zwar haben wir uns von der aktuellen Kampagne von Apple den Touché-Werbespot runtergeladen, und zwar in HD-Qualität. Und wir werden ihn jetzt mit dem Programm iSquint für den iPod konvertieren lassen, und zwar im H264-Format und mit voller Qualität. Und okay, ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Alles klar, du zählst an. Und ich zähle ein. Und zwar 3, 2, 1, los. Nice. Oder so. Beide legen los. Und man kann auch nicht viel erkennen, aber das ist ganz normal. Oh, hoppla. Ich habe schon einen kleinen Vorsprung. Genau, bei mir sieht man auch ein bisschen Balken schon. Ja, der Balken am Intel Mac ist schon ungefähr auf der Hälfte. Weniger als eine Minute habe ich noch. Ja, ich habe auch nur noch weniger als eine Minute, aber der Balken ist ganz woanders. Das kann ich. Winner! Ja, mal gucken, wie groß der Unterschied ist. Also ich bin noch nicht mal auf der Hälfte. Ja, Und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wieso wir uns einfach Intel Macs gekauft haben. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie lange ich früher mal zum Schneiden und Codieren der Shows gebraucht habe, wenn allein schon so ein 30 Sekunden Werbespot so lange braucht. Ach ja. Schön ist es auf der Welt zu sein. Und so weiter. Ich will hier nicht meine gesanglichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wir haben es aber gleich. Das ist nur noch wenig, 2 cm. Ich helfe dir mal. Ah, vielleicht. Das sieht ja aus wie Wasser. Oh, es hat was gebracht. Wow. Der Kaffee ist fertig. Also oder das 6-Minuten-Ei. Also man kann schon wirklich sehen, ja, dass es einen riesen Unterschied macht zwischen diesen, ja, zwischen den beiden Plattformen. Wer jetzt natürlich nicht unbedingt irgendwie viel Video kodieren will, sondern zum Beispiel in Office-Programmen arbeiten will, HeyOffice zum Beispiel, oder sonst die Internet surfen will oder so, für den reicht ein G4 natürlich locker aus, also mehr als aus, würde ich fast sogar sagen. Also ich bin damit lange zurückgekommen und ja, er hat mir gute Dienste geleistet, sagen wir es mal so. Und deswegen, ja, mache ich ihn jetzt deswegen nicht schlecht. Also das ist nach wie vor ein gutes Gerät. Also wie gesagt, nur wer halt wirklich die ultimative Power braucht, für den ist halt ein Intel Mac, wie man gerade eben sehen konnte, wirklich sehr gut. So, wir wollen jetzt weiter mit dem Betriebssystem arbeiten. Und da haben wir uns überlegt, ja, es gibt ein paar Programme, die machen das Arbeiten. Die sind und nichts kosten. Genau, und das macht das Arbeiten mit dem System sehr viel einfacher. Da haben wir zum einen mal das Programm Quicksilver. Richtig. Und auf der anderen Seite, um Notifikationen oder Benachrichtigungen in System einzuspielen, gibt es ein kleines, ganz kleines Programm. Das nennt sich Growl. Oder Growl. Ah, richtig, Growl war es. Genau. Das ist und super. Diese beiden Programme sind, wie gesagt, Freeware und ja, bringen wirklich sehr viel und machen das Arbeiten sehr viel angenehmer und einfacher und schneller. Und deswegen wollen wir euch das nicht vorenthalten und wir zeigen euch das. Hallo zusammen. Ich zeige euch jetzt mal Growl und Quicksilver und fangen direkt mal mit Growl an. Es handelt sich hierbei um ein Programm, das Systemmeldungen direkt auf dem Bildschirm darstellt und das Ganze auch noch in einer schönen Form. Growl bekommt ihr unter www.growl.info und natürlich im Bereich Download. Ihr könnt jetzt hier runterladen, das habe ich schon mal gemacht. Und wir sehen hier das Disk Image. Es wird aktiviert, dauert einen Moment. Und sobald es aktiviert ist, öffnet sich ein Fenster, wir sehen es ja schon. Und vor allem sehen wir ganz links oben growl.prefpane. Und prefpane sagt uns, es ist ein Teil der Systemeinstellungen. Wir installieren es für diesen Benutzer hier und sehen es schon, na, wie sich es hier unten eingebunden hat. Ja, und da haben wir es schon. Wir können es sagen, bei der Anmeldung starten, dass es auf jeden Fall jedes Mal mitstartet. Da es ein sehr praktisches und sehr ja, nettes Tool ist und auch nicht viel Speicher und Geschwindigkeit braucht. So, wir gehen mal auf Anzeigeoptionen, dass wir mal einen Eindruck davon bekommen, wie Growl aussieht. Wenn wir auf Vorschau klicken, sehen wir eine Growl-Einblendung. Das Ganze kann auch anders aussehen, zum Beispiel Brushed oder Bubbles. Es gibt etliche, einfach mal durchprobieren, welche euch am besten gefällt. Ich bleibe mal bei Candy Bars, die sind hier vorne auch eingestellt. Und das war es eigentlich schon. Man könnte theoretisch hier noch zusätzliche Applikationen einbinden, das müssen wir in dem Fall aber nicht, da dass die Applikation selbst machen. Im Ordner Extras finden wir noch ein paar zusätzliche Growl-Tools. Zum einen Growl Mail, was auf jeden Fall für jeden, der Apples Mail benutzt, sehr praktisch ist, da über Growl Mail neue E-Mails angezeigt werden. Das bedeutet, wenn ihr eine E-Mail bekommt, wird angezeigt, von wem die E-Mail ist, der Betreff und ein Teil des Textes. Und man kann sich so überlegen, lohnt es sich überhaupt jetzt in dem Moment, die E-Mail anzuschauen oder nicht? Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, aber halt nur für die Leute, die Apple Mail benutzen. So,
Außerdem gibt es Growl iTunes und Growl Safari. Das sind zwei Plugins, die ja, die Arbeit mit iTunes und Safari erleichtern und das Ganze halt in Growl einbinden. Wir brauchen außerdem jetzt Growl Notify. Das ist das Kommandozeileninterface für Growl. Und das müssen wir mal installieren. Wir gehen ins Terminal, wechseln hier auf den Desktop, wechseln hier in den Ordner Growl Notify. Und es ist ein Installer dabei. Das heißt, wir sagen sudo, da wir Adminrechte brauchen, .install.sh. Das Passwort wurde abgefragt, das gebe ich mal ein. Und die Installation ist durchgelaufen. Installation complete. Wunderbar. So, jetzt wollen wir das Ganze auch mal benutzen. Das heißt, wir öffnen zum Beispiel mal den Firefox und gehen auf mrchucho.net. Dort finden wir unter den Projekten, etwas weiter unten, die Firefox Extension Growl Notifications. Klicken auf growl.xpi und nachdem mrchucho.net nicht in den vertrauten Seiten drin ist, müssen wir dem Firefox erstmal sagen, dass das in Ordnung ist. Wir erlauben also mrchucho.net, schließen das Ganze und klicken den Link nochmal an. So, jetzt wird wieder runtergezählt, wie bekannt. Jetzt installieren, kling, und wir starten den Firefox neu. So, sobald er komplett geladen ist, sehen wir jetzt auch, dass in den Erweiterungen Display Growl Notifications installiert ist. Wir können das Ganze wieder zumachen. So, was macht das Ganze? Das Ganze zeigt uns an, wenn ein Download fertig ist. Und zwar müssen wir also so, wenn wir zum Beispiel was Größeres runterladen, nicht im Firefox sein, um zu schauen, wann es fertig ist, sondern wir können das Ganze uns dann durch Growl anzeigen lassen. Aus dem Grund laden wir uns jetzt Quicksilver runter. Natürlich nicht nur aus dem Grund, sondern weil wir es eh installieren wollen. Und wir laden es uns runter und lassen uns gleich mal von Growl benachrichtigen. Gehen auf Speichern, das Ganze geht ganz fix und schon sehen wir Download Complete. Und er sagt uns auch, wo das Ganze hingespeichert wurde. Das ist natürlich ganz toll. So, können unseren Firefox schließen. Und somit haben wir auch unser Showly abgedeckt. Another Show, Another Firefox Plugin. Also dieses Mal Growl Notify für den Firefox. So, jetzt haben wir Quicksilver heruntergeladen und finden hier auch ein Disk Image. Das aktivieren wir direkt mal. Wird geladen und es geht auch gleich ein Fenster auf. Zing. Und wir können es installieren. Ich habe auf dem Rechner Quicksilver schon installiert, deswegen kriegen wir jetzt gleich eine Abfrage, ob wir es ersetzen wollen. Ja, ich will das. Da das Ganze schon läuft und einem anderen Benutzer ist es in dem Fall nicht möglich. Ist aber nicht weiter schlimm. Wie gesagt, genauso installiert ist, wie es auf dem Mac halt gewöhnlich ist. So, wir starten Quicksilver aus dem Programmeordner heraus. Und er sagt uns schon, Welcome to Quicksilver. Wir sagen Continue. Wir lesen die License. Machen weiter. So, Plugin-Informationen werden geladen. Quicksilver durchsucht zum Beispiel den Programmeordner nach verschiedenen Programmen oder nach allen Programmen. Man kann allerdings noch mehr indexieren. Zum Beispiel könnten wir uns die Entwicklermodule indexieren lassen, dass wir auf die Zugriff haben. Wir können uns Mail durchsuchen lassen. Wir können uns iTunes durchsuchen lassen. Wir können auch hier Growl mit einbinden. Das ist natürlich sinnvoll, da wir ihn ja eh gerade installiert haben. Man muss allerdings sagen, umso mehr wir hier einbinden, umso langsamer wird Quicksilver. Das heißt, man bindet wirklich nur das ein, was man unbedingt haben möchte. So, wir fahren jetzt fort. Man muss hier nichts aktivieren, das kann man so lassen. Es würde auf jeden Fall trotzdem funktionieren. So, die Plugins werden installiert. Wir sehen schon, der Growl Notifier wurde installiert. Das Developer-Modul ist installiert. Und jetzt können wir uns hier einen Hotkey aussuchen mit diesem Quicksilver gestartet wird. Wir nehmen jetzt hier zum Beispiel Command und das Dächlein. Man sieht es jetzt hier nicht richtig, dass es das Dächlein sein soll, macht ja nichts. So, wir können jetzt sagen, wie oft der Katalog der vorhandenen Programme neu gescannt werden soll. Alle 10 Minuten ist in Ordnung, das passiert im Hintergrund und ja, braucht doch keine großartigen Systemressourcen. Das bedeutet, wenn mein Programm installiert ist, spätestens nach 10 Minuten, das ist das Programm auch im Katalog von Quicksilver. Wir machen mal weiter. Nochmal weiter und Finish. So sieht das Fenster von Quicksilver aus. Jetzt blenden wir das mal aus. Wie kommen wir an dieses Fenster daran? Indem wir unsere Hotkeys drücken. In meinem Fall jetzt Command und das Hütchen. Und da haben wir es schon. So, angenommen, wir wollen das Festplattendienstprogramm starten. Das Festplattendienstprogramm liegt im Programmeordner unter Dienstprogramme
Festplattendienstprogramm. Ein langer Weg dahin zu kommen, man müsste den Finder nehmen. Und wenn man nicht mal weiß, wo das Programm liegt, ist es noch schwieriger. Mit Quicksilver ist es ganz einfach. Ich gebe jetzt hier ein FES zum Beispiel. Zack, und der findet mir als allererstes das Festplattendienstprogramm. Ich drücke Enter. Wow, das Programm ist da. Das funktioniert mit jedem anderen Programm. Das heißt, ich kann das Festplattendienstprogramm jetzt wieder schließen. Und kann mir jetzt... Ich könnte das Festplattendienstprogramm jetzt wieder schließen und kann mir wieder Quicksilver einblenden. Und zum Beispiel, ich möchte jetzt nochmal Firefox starten. Ich könnte natürlich aus dem Dock starten, aber hier jetzt auch. Und ihr seht schon, man muss nicht den kompletten Namen eingeben. Man kann einfach Buchstaben für Buchstaben eingeben und Quicksilver findet das Ganze dann. Es ist immer der letzt eingegebene Name noch vorhanden. Das heißt, wenn ich jetzt F eingebe, würde er mich schon mal alles finden, was mit F anfängt. Ich ziehe das Ganze mal etwas rüber, dass man auch das zusätzlich hier sieht. Und wir würden es hier schon sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel FI eingebe, findet er mir wirklich nur noch die Sachen, die mit FI anfangen. Und somit könnte ich zum Beispiel einfach jetzt den Finder starten. Statt Firefox, obwohl mir der auch angeboten wird. Ja, das ist das ganze Kunststück mit Growl und Quicksilver. Allerdings sind es einfach zwei Programme, die das Arbeiten mit dem Mac tausendmal einfacher und tausendmal schneller machen. Und man muss sich nicht 8 Millionen Programme ins Dock legen oder man muss nicht immer wieder per Hand in den Finder springen, um dahin zu kommen, wo man hinkommen möchte. Ja, also das war's. Viel Spaß bei der Show. Bis dann. Bye. Im Interview jetzt bei mir Marco Peters, der Chef von der Solution Bar. Marco, was habt ihr euch dabei gedacht, hier so einen coolen Mac-Pool aufzuziehen? Ja, dabei gedacht haben wir uns, wir sind einfach darauf gekommen, unser altes Büro hatte so einen großen Besprechungsraum. Und in diesem Besprechungsraum sind ziemlich viele Gespräche mit Kunden, die uns einfach immer mal besucht haben, ob sie jetzt ein Problem hatten oder ob sie eine Idee hatten oder ob sie einfach nur in der Nähe waren. Da ist eigentlich ziemlich viel passiert in diesem Raum, also mehr als in der Werkstatt komischerweise. Ja. Und aus diesem Ganzen haben wir einfach gesagt, das muss doch irgendwie, es gab Kaffees, wir haben uns unterhalten, während der Kaffee getrunken. In dem Raum war natürlich auch die Kaffeemaschine. Und da habe ich gesagt, okay, auf der Suche nach einem neuen Büro müssen wir das mal eher das im Vordergrund ziehen, machen da eher den großen Raum, dann vielleicht noch mehr in einem Bar, wo man einfach den Kaffee dann trinken kann. Und die Werkstatt dann eher der kleinere Raum. Und so haben wir das hier auch verwirklicht. Als gewöhnlicher Mac-User würde man ja erwarten, dass man eigentlich eine Solution Bar nicht braucht. Aber was sind die Ansprüche der Kunden, wenn sie hierher kommen? Ja, meine klare Zielgruppe sind eben die, die an ihrem Rechner gar nicht selber rumschrauben, also die noch nicht mal ihr System selber installieren. Das ist eigentlich ganz klar das, was wir machen. Also es fängt an bei Speicher einbauen oder mal eine größere Festplatte einbauen oder das System crasht auch schon mal oder man macht einfach nur ein System-Upgrade. Allein die kleinen Software-Updates ist ein Service von uns, weil sich das Großteil meiner Kunden, die trauen sich das noch nicht mal, das jetzt updaten, weil ja, man hat auch mal schlechte Erfahrungen. Und vor allem viele sind gebrandmarkte, wahrscheinlich gebrandmarkte Windows-User, die sagen, Mensch, oh, das lasse ich mal lieber einen Profi machen. Ja, auf der anderen Seite sind bei uns auch eher die Einzelkämpfer, die vorher vielleicht im großen Büro waren. Ganz klar die Kreativen kommen aus einer Agentur, hatten immer da einen Notknopf auf dem Telefon. Dann kam der Systemadministrator und hat dann geholfen. Jetzt sind sie selbstständig oder haben ein kleines Büro, können sich natürlich jetzt nicht einen Systemadministrator leisten und müssen dann irgendwie trotzdem diesen Notbutton haben. Und da kommen zum Teil natürlich auch Probleme, die eigentlich keine sind, ganz klar. Das heißt also, ich nehme mein MacBook, komme hierher und kann ich dann Kaffee trinken und kriege dann mein frisch abgedatetes MacBook gleich wieder mit? Genau, also ich hatte eben erzählt, unser Besprechungsraum war natürlich ein Aufenthaltsraum in der Zeit, wo wir schnelle kleine Dinge gemacht haben, Updates oder Softwareinstallationen. Und in der Zeit kann man sich halt hier an der Bar mit einem Kaffee vergnügen oder mit dem Terminal Internet surfen. Genau. Wenn man also auf die Internetseite bei euch schaut, gibt es ja gleich ein Anmeldeformular und verschiedene Memberships. Was ist so das Lieblingsmembership von euren Kunden?
Ja, zu den Memberships kurz kann man eigentlich auch das Beispiel von eben nehmen. Diese, sagen wir jetzt Einzelkämpfer, die diesen Notfallbutton drücken, die machen das schon mehrmals die Woche. Ja. Und oftmals kleine Themen, da ist es für einen Dienstleister immer schwer, das zu berechnen. Schreibt man jetzt die Stunden auf, macht es einmal im Monat. Und ich habe mir halt überlegt, so eine Art ADAC-Mitgliedschaft zu machen in drei verschiedenen Stufen. Also der eben eher weniger braucht, bis hin zu dem, der dann diese Werkstattstunden Flatrate auch hat. Und man hat halt drei Pakete. Fängt an bei einer Werkstattstunde, dieser Mini, bis hin zu der Flatrate. Der Pro hat 5 Stunden inklusive pro Monat. Und ganz klar, der Mini ist der Top-Renner, weil man hat das Minimum, man kriegt Hilfe an der Bar. Man kann hier ständig reinkommen mit seinen Themen. Und alles, was darüber hinausgeht, sobald es auf den OP-Tisch muss, rechnen wir halt die Werkstattstunde ab. Die inklusive ist eine im Monat, reicht im meisten Fall. Und wenn man drüber kommt, zahlt man auch nur die Hälfte vom regulären Werkstattstundensatz. Okay, das ist natürlich also super. Also jederzeit hier alle Mac-User willkommen. Und ich würde sagen, dann trinken wir jetzt einfach mal eine Tasse Kaffee. Genau. Okay. Nachdem ich jetzt meinen leckeren Kaffee bekommen habe, mir gleich mal einen Schluck gönne. Machen wir direkt weiter im Programm. Und wir haben noch ein kleines anderes Helper-Tool uns ausgesucht, das uns ein paar virtuelle Desktops zur Verfügung stellt. Und das Programm heißt Virtue Desktops, wie auch sonst. Und ich würde sagen, wir legen direkt los und schauen mal ein bisschen rein. Nachdem wir vielleicht nicht nur auf einem Desktop arbeiten möchtet, sondern ein bisschen hin und her wechseln, wie ihr das von Unix kennt, haben wir für euch Virtual Desktops rausgesucht, das genau diese Fähigkeit besitzt. Ich bin jetzt hier auf der Homepage von Virtual Desktop, virtualdesktops.info. Wenn ihr auf Downloads klickt, könnt ihr auch hier schon, wie ihr seht, die neueste Version runterladen, 0.52R155, die auch auf Universal Binary gecodet ist. Ihr klickt auf den Download und speichert dieses dann auf eurer Festplatte. Ich habe das schon mal gemacht und entzippe einfach das ZIP-File. Nachdem wir uns wunderbar auf einem Mac befinden, klicke ich auf meine Festplatte und schmeiße in meinen Programmeordner. Zack, fertig ist die Installation. Und wenn ich jetzt in meinen Programmeordner reinfliege, Virtual Desktop, doppelklicke, installiere ich es. Und weiter geht's. So, nachdem ich es nochmal starte, werde ich hier nach einigen Sachen gefragt, zum Beispiel, was ist mit der Application, ob es angezeigt werden soll in der Statusbar, ob der Desktop-Name angezeigt werden soll und einiges andere. Dann habe ich hier noch einige Einstellungen, wie möchte ich, dass sich der Desktop ändert. Ich nehme Cube, sieht am coolsten aus. Zeiteinstellungen, das bleibt euch überlassen. Hier kann man noch Templates einstellen, ich lasse alles als Standard. Extensions kann man noch welche herunterladen, ich lasse das auch erstmal. Und wichtig jetzt, Triggers einzustellen für die Knöpfe, die ihr braucht, um den Desktop zu wechseln. Ich lasse sie nicht so, wie sie standardmäßig sind, weil ich das einfach prall finde. So, ich habe das jetzt mal geändert. Und wenn es alles richtig läuft, kann ich zack, hin und her schalten, nach oben, nach unten. Und coole Sache, würde ich sagen. Das war's von Virtual Desktops. Ihr könnt natürlich unendlich viele Desktops erstellen, aber das würde ich euch nicht raten, weil es irgendwann unübersichtlich wird. Auch hier das Icon, seht ihr genau, in welchem ihr gerade seid. Per Klick wechselt ihr direkt zum richtigen. Nachdem ihr Virtual Desktop auf eurem Mac installiert habt, könnt ihr jetzt beliebig viele Virtual Desktops anlegen. Aber mit einem zusätzlichen Programm könnt ihr noch ein bisschen spielen, und zwar SmackBook. Was kann ich denn mit SmackBook genau machen, Basti? Ja, SmackBook liest den Sun Motion Sensor der Festplatte aus, der in den neuen mobilen Macs verbaut ist. Und so kann man einfach gegen sein Book hauen, auf einen der beiden Seiten. Und dann wechselt sich der aktuelle virtuelle Desktop zum nächsten virtuellen Desktop. Also es ist nichts, was man jetzt irgendwie im produktiven Leben braucht, um mal ein bisschen anzugeben, ist es eine ganz nette Spielerei. Und angeben? Wollen wir immer, deswegen haben wir auch einen Mac. Natürlich, na klar. Aber jetzt mal weg von den Spielereien und zu was wirklich Ernstem. Wir kommen jetzt zu den News. Steve Jobs auf der WWDC.
Der CEO von Apple, Steve Jobs, hat angekündigt, dass er dieses Mal wieder die Keynote auf der Worldwide Developer Conference halten wird, die im August stattfindet. Und ja, das ist immer ein Riesenevent. Es wird sehr wahrscheinlich das neue macOS 10.5 Leopard vorgestellt. Und ja, es wird so gemunkelt, dass neue Macs vorgestellt werden, also vor allem der Mac Pro, also der Nachfolger des Power Macs. Und gegebenenfalls neue iPods, das weiß man natürlich noch nicht so genau. Man weiß bei Apple ja nie so genau, was kommen wird. Aber das soll, glaube ich, nochmal so ein richtiger Magnet sein, dass mehr Leute zur Conference kommen. Weil ja, Steve Jobs ist ja nicht nur der CEO, der ist ja so die Lichtgestalt von Apple. Also da ist dann auf jeden Fall einiges zu erwarten. Microsoft veröffentlicht Beta 3 des Internet Explorer 7. Richtig. Nachdem Microsoft nach der Beta 2 behauptet hätte, sie wären endlich fertig mit dem Rumgepopele an dem Programm, haben sie jetzt die Beta 3 rausgebracht. Wie wir wohl daraus schließen können, ist das Programm noch lange nicht fertig. Speziell wenn man darauf schaut, dass etwa 1000 Bugfixes vorgenommen wurden, die das Programm schneller machen sollen. Das ist eine ganz schöne Menge. Also man hat letzte Show schon gesehen, das Programm läuft wirklich noch nicht fehlerfrei. Es hängt sich schon bei leichten Aufgaben einfach auf. Speziell in der Kombination mit Vista hatte ich da meine Probleme. Genau, und genau da soll der Internet Explorer 7 ja auch toll laufen. Richtig. Also lieber noch ein bisschen warten und schön mit dem Firefox surfen. Genau. Skype bringt neue Beta für den Mac raus. Ja, das ist nicht ganz richtig, denn es ist eine neue Beta aufgetaucht und zwar nur im Netz, nicht offiziell von Skype, die hat irgendwer irgendwoher bekommen. Und diese Version 1.5 bietet ein ganz besonders tolles neues Feature und das sind Videochats. Und das bedeutet, man kann jetzt zwischen Macs und zwischen Macs und Windows-Rechnern miteinander auch mit Video chatten. Und das Ganze funktioniert relativ gut und genauso einfach, wie man es von Skype gewohnt ist. Und man muss dann nicht irgendwelche besonderen Orgien feiern, um das Ganze zum Laufen zu bekommen. Ja, ist richtig. Wir haben das auch im Feldversuch gleich mal. Wir haben uns rangewagt an diese inoffizielle Beta und mit einer Portfreigabe hat es auch wunderbar funktioniert. Gut, man hat einen oder anderen Crash, aber was kann man auch von einer inoffiziellen Beta erwarten? Das heißt, wir können aber in absehbarer Zeit erwarten, dass auch uns Mac-Usern eine Möglichkeit geben wird, über Skype Videochats zu machen. Ja, vom Video zum Bild und da haben wir uns überlegt, was gibt es denn für Bildbearbeitungen, da zum Beispiel der Photoshop ja auf den neuen Intel Macs sehr langsam ist, aber macOS ja selber sehr viele Effekte, diese ganzen Quartz-Effekte mitbringt, muss es da was geben und da gibt es was Tolles. Und zwar, die Software heißt Live Quartz und mit Live Quartz kann man eben diese ganzen genannten Effekte von macOS, die halt eher in der Quartz-Engine eingebaut sind, direkt nutzen und auf Fotos anwenden, auf Bilder anwenden. Und der Vorteil ist, da das Ganze wirklich direkt auf einer Betriebssystemebene läuft, ist das Programm unglaublich schnell und man kann halt zwischen Bildern konvertieren, man kann einfache Operationen machen, man kann was freistellen oder mal irgendwelche Auswahlen machen oder Bilder zusammenfügen. Ihr werdet das mal sehen, es ist wirklich ein tolles Programm, ist kostenlos und deswegen stellen wir es euch vor. Wie schon angekündigt, geht es um den kostenlosen Grafikeditor Live Quartz der Firma Rapsoft. Findet ihr unter www.rapsoft.com. So, hier braucht ihr bloß auf den Link klicken, dann herunterladen, das habe ich schon mal gemacht, damit es ein bisschen schneller geht. Ich aktiviere das Disk Image, dauert einen Moment und es erscheint auch gleich Live Quartz, dass ich bloß in die Applications ziehen muss, wird installiert. 10 MB ist für eine Grafikanwendung nicht viel, vergleicht das mal mit dem Photoshop. So, dann geht's ab in meine Programme unter LV Live Quartz und hier sehe ich es schon. Ich starte es und da ist Live Quartz. So, ihr habt gesehen, das Ganze braucht eine Sekunde zum Starten. Das macht auch so schnell kein anderes Grafikprogramm. Ich öffne mal eine Datei. Zum Beispiel habe ich ein PSD vorbereitet, ein Photoshop-Dokument. Und wie ihr sehen könnt, Live Quartz startet das Photoshop-Dokument ohne weitere Probleme. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, dieses Dokument ist wirklich riesengroß. 2300 Pixel. Wir wollen jetzt, sagen wir mal, nur 1150 und hier nehmen wir auch die Hälfte, sagen wir also 375. Ziehen wir, verdammt nochmal, diese Ebene ist aber zu groß. Das ist kein Problem. Wir haben hier so einen kleinen Skalierungsregler, den ziehen wir ein bisschen runter. Und wenn wir jetzt die Control-Taste gedrückt halten, können wir uns
die Ebene wieder so hinziehen, wie wir sie haben wollen. Wir können nach wie vor noch die Größe anpassen. So, in die Mitte, vielleicht noch ein bisschen größer machen. Schön und gut. So, jetzt zoomen wir wieder ein bisschen näher ran. Das können wir über diesen Slider machen. Geht ganz einfach. Jetzt wollen wir da noch irgendwas hineinmachen. Wir machen mal eine neue Ebene. Wir sehen schon, wir können die Ebenen frei platzieren. Und sagen wir öffnen. Und öffnen zum Beispiel das Apple-Logo. So, jetzt markieren wir das. Zumindest den Teil, den wir haben wollen. In dem Fall natürlich alles. Kopieren das ganz normal über die Copy-Funktion. Und gehen hier auf diese Ebene. Und zack, haben wir das eingefügt. Und wir können das Logo wieder verschieben, wie wir wollen. Einfach über die gedrückte Command-Taste. So. Wenn ich jetzt noch Text eingeben will, kann ich das machen. Ich könnte vorher eingeben, wie groß der Text sein soll, welche Farbe er haben soll, kann eine Schriftart definieren. Ich sage jetzt, Apple ist toll. Wow, ganz großartig. Ich könnte noch irgendwelche großartigen Sachen dazu malen. Durch diese kleinen Häkchen zum Beispiel kann ich Ebenen aus- und einblenden und so weiter. Ich habe die Möglichkeit, Verläufe zu erstellen. Ich kann Linien zeichnen. Ich habe einen ganz normalen Radiergummi. Ich habe ein ganz normales, ja, Pinselwerkzeug und ich habe ein Stempelwerkzeug, das heißt, damit kann ich sogar Retuschearbeiten machen. Es gibt ein paar Filter, die ich in LiveQuartz anwenden kann und die finde ich über das Filtermenü. Außerdem kann ich Selektionen machen, ich kann Filter hinzufügen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hier, ich möchte jetzt den Filter Glas anwenden. Dann würde der Filter Glas darauf angewendet werden und ich kann aus der ganzen Fülle der mitgelieferten Core-Image-Filter, die macOS mitliefert, einen Filter wählen und den dann auf mein aktuelles Bild anwenden. Und das Tolle an der Sache ist, da das Ganze über die Core-Image-Library läuft, ist das unglaublich schnell und man muss nicht lange auf irgendwelche Filteraktionen warten, sondern man klickt und man hat es auch, wenn man große Bilder hat. Ja, ich kann jetzt sagen, oh, das Bild ist mir so gut gelungen, ich möchte es sichern unter. Und ich sehe jetzt hier, ich habe eine riesen Auswahl an Grafikformaten, auch das normale JPEG, das normale GIF, PNG, es gibt sogar JPEG 2000, das unterstützen zwar sonst recht wenige Browser, aber es ist ein tolles Format. Und ich könnte theoretisch inklusive aller Ebenen wieder ins Photoshop-Format sichern, um ja somit einfach das Ganze auch im Photoshop wieder bearbeiten zu können und habe da trotzdem die Ebenen erhalten. Selbst eine Speicherung als PDF ist möglich. Ich sage jetzt zum Beispiel hier, ich will das Ganze als JPEG, aber die Qualität muss jetzt nicht so gut sein. Das heißt, ich fahre die ein bisschen runter, gehe auf Sichern. Er sichert einen Moment. Kommt natürlich darauf an, die Datei ist jetzt nicht gerade klein. So, fertig gesichert. Ich kann LiveQuartz schließen. Da das Ganze umsonst ist, wollen die Kollegen natürlich, dass man spendet. Das kann man natürlich auf jeden Fall machen. Das ist ein sehr tolles Programm. Und für die kleine Grafikbearbeitung oder Verkleinerung, Vergrößerung zwischendurch ist es auf jeden Fall super. Und ja, ich kann das nur empfehlen. Jetzt habt ihr mit LiveQuartz ein kleines, aber mächtiges Grafikwerkzeug gesehen. Und da wir die Show nicht schon wieder sprengen wollen, hören wir auch auf und verabschieden uns aus der Solution Bar in München. Also können wir auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine nette Location. Nette Menschen. Genau, und wer halt, wie gesagt, hier in München wohnt und ein Problem mit seinem Mac hat, der kann einfach mal vorbeikommen, sich das Ganze anschauen. Die Jungs hier sind echt super freundlich und kriegen sicher jedes Problem auch schnell in den Griff. Das ist alle mal persönlicher wie bei irgendwelchen großen Firmen. Genau. Man kann hier einen Kaffee trinken und man kann auf unserer Seite surfen, man kann iTunes hernehmen. Genau, also wirklich eine tolle Sache. Also, das war's für heute und immer dran denken, die nächste Show ist die beste. Ganz, ganz ehrlich.